So fordern Narzissten das Ende einer Beziehung heraus. In diesem Video geht es darum zu erkennen, welche toxischen Merkmale eine narzisstische Beziehung ausmachen und wann es keinen Sinn mehr macht, diese weiterzuführen. Bevor wir tiefer in das Thema einsteigen, bitte ich dich um ein Like, Abo dieses Kanals. Es hilft bei der Verbreitung dieses Videos. Und könnte anderen Menschen helfen, Narzissmus zu erkennen und somit mögliche Schäden durch Missbrauch von Narzissten von sich abzuwenden. So traurig es klingt, im Prinzip macht eine Beziehung mit einem Narzissten von Anfang an keinen Sinn. Denn sie kommen immer mit einem Ablaufdatum und sind niemals echt. Es beginnt mit der Lovebombing-Phase, die von Anfang an nur dazu da war, den Partner an den Haken zu bekommen. Dieses übertriebene Liebeswerben samt Future-Faking war nie ernst gemeint, konnte über den wahren Charakter eines Narzissten jedoch hervorragend hinwegtäuschen. Denn erst nach dieser Phase lernt man den echten Menschen kennen. Leider zu spät, denn da steckt man schon mittendrin in dieser toxischen Beziehung. Und dann heißt es meist, machen wir halt weiter so. Auch wenn das Bauchgefühl von Anfang an und von Tag zu Tag schlechter hinsichtlich dieser Beziehung wird. Opfer narzisstischer Beziehungen sprechen oft darüber, dass sie in der Abwertungsphase froh waren, wenn der Narzisst unterwegs war. Das war die einzige Zeit, in der sie ein wenig durchatmen konnten. Einige haben ihm die Seitensprünge sogar deshalb durchgehen lassen, weil sie dadurch ein ruhiges Wochenende ohne ihn genießen konnten. Trotz Wissen, dass sich ihr Partner gerade in einem anderen Bett vergnügt. Was tut man nicht alles für ein klein wenig Lebensfreude ohne einen toxischen Menschen? Und natürlich fragt sich jeder, der noch nie in einer toxischen Beziehung steckte, weshalb man sich das alles überhaupt antut. Ist die Leidensfähigkeit wirklich so groß, dass man sich diese emotionalen Gräueltaten so ohne weiteres gefallen lässt? Oder steckt da eine Art Abhängigkeit dahinter? Beides. Und eines steht fest. Wenn nach den folgenden Anzeichen nicht bald die Notbremse gezogen und diese toxische Partnerschaft beendet wird, dann wird eine Person schwer darunter leiden. Der Narzisst ist es nicht. So viel sei gesagt. Hier nun einige Anzeichen einer narzisstisch-toxischen Beziehung. Seele, Psyche und Körper werden leiden, wenn null Emotion vom Partner zurückkommt und man zunehmend das Gefühl hat, in diesem Partner-Shit immer weniger beachtet zu werden. Und nein, man kann auch mit noch mehr Liebe und Supply einen Narzissten nicht heilen. Je mehr man ihm gibt, umso mehr wird er fordern. Der Partner spricht nicht nur schlecht in den eigenen vier Wänden über den anderen und erniedrigt ihn, selbst in der Öffentlichkeit macht er sarkastische Witzchen über ihn. Man fühlt sich zunehmend isoliert, traut sich nichts mehr alleine zu und hat bei Gesprächen mit dem Narzissten immer wieder das Gefühl, wie auf Eierschalen zu laufen, bloß um nichts Falsches zu sagen und ihn damit nicht zum Ausrasten zu bringen. Man kann tun, was man will. Man kann den immer höheren Ansprüchen des Narzissten niemals genügen. Und wenn man noch so viel gibt, der narzisstische Beziehungspartner gibt nichts oder nur Brotkrümel an gespielter Emotion zurück. Das Wort Schatz einmal die Woche von ihm zu hören, nimmt man dann schon als Liebesbeweis. Wertschätzung, respektvoller Umgang miteinander und Zuwendung kommt in diesem Partnershit gar nicht mehr vor. Im Gegenteil, Streit und Kränkung bestimmen den Alltag beim Beisammensein. Man hat ein beklemmendes Gefühl in seiner Gegenwart, traut sich nicht mal mehr, mit der Freundin alleine was zu unternehmen. Wo ist die einstige Lebensfreude hin?
Die Idee und der Wunsch nach dem Aufbau einer blühenden Beziehung, in der gemeinsam etwas erreicht und aufgebaut werden kann. Aufgegeben. Man ist froh, wenn die Beziehung nur noch so und ohne Erniedrigung dahin siecht. Schuld übernimmt man freiwillig für alles. Am Ende natürlich auch für das Ende. Und eigentlich würde man sich über ein freies Leben auch wieder freuen. Man schafft es trotz aller Qualen jedoch nicht, da rauszukommen. Man fühlt sich einfach nur noch leer, während der narzisstische Partner tut, wonach ihm der Sinn steht. Auch in Sachen Liebesaffären soll man sich an die von ihm aufgestellten Regeln halten, deren Einhaltung er natürlich konsequent überprüft und auf die er natürlich selbst pfeift. Alle seine Bedürfnisse haben immer Vorrang. Was der Partner will, ist unwichtig. Wenn er flirtet, dann nur mit anderen. Und wenn man ihn darauf hinweist, dass dieses Verhalten verletzend ist, spricht er von krankhafter Eifersucht bei seinem Partner, die ihn einengt und die Beziehung kaputt machen würde. Man merkt, wie sich selbst alte Freunde und auch Familie von einem abwenden und jedes Mal, wenn man sie um Rat fragt, reagieren sie mit Unverständnis und man bekommt auch von seinen Freunden die Schuld, denn sie sagen, man könne ja einfach gehen. Vertrauen ist in einer narzisstischen Beziehung zum Fremdwort geworden und irgendwann hat man auch gar keine Lust mehr auf Sex mit diesem Menschen, von dem man weiß, dass er nebenbei zahllose Affären am Laufen hat. All diese toxischen Merkmale und das damit verbundene schlechte Bauchgefühl sollten einen sofort zum Ausstieg aus dieser Beziehung bewegen, denn sie können ein Hinweis sein, dass man es mit einem narzisstischen Menschen oder einem waschechten Narzissten zu tun hat. Kommt dann noch sein Kontrollverhalten hinzu? Narzissten sind ausgewiesene Kontrollfreaks, dann sind das mehr als eindeutige Red Flags, die auf einen Narzissten hinweisen. Kleiderkontrolle. Er will vorschreiben, was man künftig anzuziehen hat und was einem besser steht, denn er ist Experte für alles, auch für Mode. Kontrolle über das Arbeitsverhalten, zu Hause und im Job. Termine und Nachrichten. Er will informiert werden, wann sich sein Partner wo und mit wem verabredet. Auch Einkäufe, selbst was die Nahrung betrifft, will er bestimmen. Kontrolle über finanzielle Mittel und Kontoführung überliegt ohnehin dem Narzissten, ebenso wie der Umgang mit Freunden und Bekannten, denn er weiß, wer gut und wer schlecht im Umgang für den Partner ist. Wenn Kinder da sind, stellt er natürlich auch die Beziehungsregeln auf. Beschäftigen möchte er sich aber nur ungern mit den Kindern, der Arbeitsaufwand ist für ihn zu hoch, dafür leider die Zuneigung zu den Kindern oft eher gering. Wenn die oben erwähnten Merkmale einer narzisstischen Beziehung vorliegen, dann sollte man sich nicht überlegen, ob, sondern wann man aus dieser Beziehung am besten aussteigt. Sofort wäre wohl die einzig richtige Antwort darauf. Denn ändern wird man an Narzissten niemals, auch wenn er kurz verspricht, sich zu ändern. Er wird immer wieder in sein altes Verhaltensmuster zurückfallen. Es müsste ihm also jeden Tag mit dem Ende der Beziehung gedroht werden. Doch wer will und kann diesen Nervenkrieg aushalten? Der Partner nicht, ein Narzisst schon. Wenn dir das Video gefallen hat, dann würde ich mich über ein Like und ein Abo freuen. Es hilft nicht nur unserer Community, sondern auch beim Verbreiten dieses Videos. Ich wünsche dir alles Gute auf deinem weiteren Lebensweg.